Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. So, seit der letzten Episode hat sich einiges getan und was sich getan hat, zeige ich euch genau jetzt. Ja, Bartz hat endlich Level 6 erreicht, beziehungsweise 6 Sterne. Es ist ein absoluter Traum. Und ihr seht es hier, ich habe ihn noch nicht zu stark gelevelt. Ich möchte nämlich nicht, dass er überlevelt ist. Das sind seine Werte momentan. Schaut euch das mal an im Vergleich zu jemand, der Level 77 ist. Ja, das ist, habe ich schon zweimal geklickt, darauf gehe ich dann später ein. Das sind richtig, richtig geile Werte. Und das hängt damit zusammen mit dem, was er gelernt hat. Und zwar hat er nämlich jetzt, seit er Level 60, seit er 6 Sterne hat, so rum, hat er gelernt, LP 20% erhöht. Er hat gelernt, Rückenwind, das heißt, dann er kriegt 50% schneller Limit Break aufgeladen. Zorniger Schwur, wenn er mit einem Schwert ausgerüstet ist, kriegt er 20% mehr Angriff und Magieangriff. Außerdem kriegt er 10% mehr LP, MP, Angriff, Abwehr, Magie und Psyche. Und das war noch nicht alles, er kriegt noch ganz viele andere tolle Boni und neue Attacken, wenn er jetzt weiterhin levelt. Also auf 6 Sternen wird Bartz erstmal richtig mächtig. Seine Ausrüstung sieht folgendermaßen aus. Ich habe ihm das Korallenschwert gegeben. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass das Korallenschwert als normales Schwert gilt. Das seht ihr hier, diese Symbole. Das hier sind Großschwerter. Das zählt nicht als Schwert. Das sind Dolche und das hier sind Katana. Nur wenn Bartz so etwas trägt, so ein Schwert, dann kriegt er 20% Angriff und 20% Magieangriff. Deswegen habe ich die Murasame jetzt ihr gegeben, der guten Ferris. Wenn ich Bartz die Murasame gebe, dann hat er zwar ein bisschen mehr Angriff, aber viel weniger Magieangriff. Ne, zum Vergleich, das Schwert gibt nämlich 33 Angriff. Das hier gibt 61. Wenn Bartz aber das Schwert angelegt hat, dann kriegt er 20% Bonusangriff und dadurch, naja, ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Ja, aber dafür kriegt er noch Magieangriff. Und weil Bartz ein Hybridcharakter ist, macht der Magieangriff mehr Sinn. Oder um es euch mal zu zeigen hier, Murasame mache ich mal kurz entfernen, so. Und dann gehe ich mal hier auf Murasame. Jetzt hat er 225 Angriff, wie ihr seht, aber ihm fehlen jetzt die 20% Bonusangriff und die 20% Bonus Magieangriff, die fehlen ihm. Das heißt, der Unterschied ist ungefähr 40%, weil hier fehlen 20% und bei dem anderen kriegt er 20%. Ja? Wenn ich jetzt aber zum Beispiel das Korallenschwert gebe, das stärkste normale Schwert, das wir haben, ist eben eins von diesen Elementarwaffen, so. Und dann ist es bei 214, also er hat 11 weniger Angriff, dafür aber um einiges weniger Magie. Und stattdessen kann ich die Murasame lieber Ferris geben und sie hat damit wesentlich mehr Angriff. Und sie hat sowieso schon viel Magie. So viel dazu. Was wir jetzt gemeinsam machen ist, ach ja, genau richtig, Locke hat außerdem auch 5 Sterne erreicht. Den habe ich rausgemacht jetzt, ganz einfach deswegen, weil Locke momentan keinen Bonus für uns bringt. Er hat zwar Schatzsucher, das heißt, wir finden zwar mehr Gegenstände, aber nur im Kampf, am Ende eines Kampfes oder am Ende eines Dungeons oder am Ende des Kampfes, wenn Monster Schatztruhen droppen, ja, dann haben wir eine 50%ige Chance, mehr Schätze zu bekommen oder wir kriegen 50% mehr Schätze. Das ist nicht, also die Drop-Chance von anderen Chats ist 50% erhöht. Das ist nicht so toll, wie es klingt. Man kann zwar wesentlich besser farmen, gerade seltene Gegenstände sind leichter zu farmen. Und deswegen habe ich Locke im Farming-Team, aber für unser Storyline-Team habe ich jetzt hier Ingus reingepackt. Ja, ganz genau. Wir werden Ingus leveln. Der Grund, warum ich Ingus level, ist ganz einfach der. Erstens, ich fand ihn immer am coolsten, was Final Fantasy 3 angeht. Und zweitens, er lernt das hier, wahre Treue, ist nämlich Feder und Schwert. Erhöht Magieangriff, wenn mit Schwert ausgerüstet. So, man kann wahre Treue Bonus, kann man auch einem anderen Charakter geben. Das heißt, wenn er Feder und Schwert freigeschaltet hat, kann ich das zum Beispiel Bartz geben. Und die Erhöhung ist 50%. Das heißt, wenn der Charakter mit einem Schwert ausgerüstet ist, kriegt er 50% Bonus Magie.
Das könnte ich zum Beispiel X-Death geben. Ich gebe X-Death ein Schwert und dann kriegt er 50% Bonusmagie. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich gebe es Bart. Und das habe ich vor. Denn wenn Bart jetzt 50% Bonusmagie hätte, hätte er nicht 111, sondern er hätte über 160. Und dadurch ist der Abstand zwischen Angriff und Magieangriff nicht mehr so hoch. Und Barts ultimativer Skill, wenn er Level 100 ist, ist nämlich sein Schadenswert ist ein Durchschnitt zwischen Angriff und Magieangriff. Und wenn der Angriff, wenn der Magieangriff viel niedriger ist als der normale Angriff, dann wird der Schadenswert ja runtergezogen, weil es ja ein Durchschnittswert ist, ne? 200 plus 100 macht ja 300, die Hälfte davon ist 150. Das heißt, mit 150 wird gerechnet. Aber wenn wir 200 plus 160 haben, dann haben wir 360 und die Hälfte davon ist 180. Das heißt, wir rechnen nicht mit 150, wir rechnen mit 180. Das ist schon wesentlich mehr Schaden, den man dabei raushaut. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Deswegen habe ich Ingus mit dabei. Ich möchte unbedingt seinen wahre Treue-Bonus haben. Der ist so oder so nützlich, ob ich ihn Barts gebe oder nicht. Oder ob ich ihn X-Death gebe oder einem anderen Magier. Der ist immer nützlich. Ferris werden wir auch austauschen, sobald sie Level 80 ist. Und ihr werdet jetzt mit mir gemeinsam für Ferris Level 80 holen. Denn wir haben alles, was wir dafür brauchen. Wir geben ihr nämlich diese Teile hier. Drückt auf OK. Wir haben gerade so genug Kohle dafür. Und sie wird Level 80 erreichen. Guckt euch das mal an. Fusion! Erfolgreich! Grandios! Sie wird sich nicht wie eine Dame benehmen. Denn, kümmert dich um den eigenen Dreck. So, sie hat Allesbrecher gelernt, ihre ultimative Fähigkeit. Und das habe ich gemeint. Sie hat gute Werte bekommen, aber Allesbrecher ist das, wofür es das wert ist, solche Charaktere wie Ferris zu leveln. Das macht solche Charaktere wertvoll, denn Allesbrecher, wo ist es denn? Hier. Schaden und alle Werte runter. Es reduziert nämlich alle Werte, Angriff, Magieangriff, Abwehr und Psyche von einem Gegner. Um 30%. Das ist sehr mächtig. Das heißt, wir machen 30% mehr Schaden und der Gegner macht 30% weniger Schaden. Dazu kann sie noch konzentrieren. Das erhöht Angriff und Psyche unseres kompletten Teams für 3 Runden um 40%. Das heißt, unsere Magier machen nochmal wesentlich mehr Schaden. Das betrifft Barts, weil er Hybrid ist. Das betrifft sie, weil sie Hybrid ist. Ich habe also das Final Fantasy 5 Team ist eher Hybrid. Das würde, das würde vor allem Cry betreffen, wenn wir sie endlich mal haben. Und vor allem X-Death. So viel dazu, ja. Jetzt haben wir hier, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier hin, auf Ausrüsten. Ich habe nämlich was geplant. Werde mal ganz kurz hier den Buckler wegmachen. So. Und dann gehen wir mal auf dieses Team hier. Ausrüsten, er ist ja immer noch gut ausgerüstet, der gute Lock. Und wir geben ihn jetzt mal den Buckler, weil ich habe leider nur einen Buckler momentan. Also einen Buckler frei noch. Das wird sich in Zukunft ändern. Jetzt haben wir dieses Team hier. Dieses Team hier macht auf mich einen sehr starken Eindruck. Und weil das Team für mich einen sehr starken Eindruck macht, werden wir jetzt gemeinsam gegen den nächsten Superboss kämpfen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir gehen in den Dimensionsvortex. Nein, noch nicht. Wir werden erst einmal das hier aktivieren hier oben. Und zwar Tagesaufträge. Was haben wir denn hier? Ja komm, das holen wir mal. 10 Energie. So. Und zwar habe ich nämlich Folgendes gedacht. Ich habe mich mal im Dimensionsvortrag ein bisschen umgeschaut. Und wir haben momentan diesen Event hier mit dem verwunschenen Irrgarten. Da haben wir Vortex der Sehnsüchte, wo man grinden kann. Aber ich möchte ja nicht nur grinden, sondern ich möchte euch mal zwischendurch ein paar Superbosse liefern. Und damit Vortex der Prüfungen. Zuletzt waren wir hier drin, der Kammer der Auferstandenen. Da haben wir den weißen Drachen besiegt. Ja, mehr oder weniger souverän. Okay, und dann gibt es aber noch das hier. Kammer der Gefallenen. Und es gibt hier noch ein paar verschiedene Superbosse. Ich weiß nicht, was Fortfahren nicht möglich bedeutet, aber wir werden auf jeden Fall mal hier reingehen und mal schauen, ob wir die Wiedergeburt des Schläfers machen können. Kostet 20 Energie, das Ganze ist bloß ein Kampf, aber hey, wie stark soll unser Team denn noch sein? Mehr als ein komplettes Level 5 Team kann man ja nicht haben, unser Team besteht komplett aus Level 5. Wir müssen den Schläfer mit einem Esper besiegen, wir dürfen nur 5 Leute haben, wir nehmen trotzdem 6 Leute mit, weil ich auch gewinnen möchte. Irgendwann später machen wir das mal mit 5 und ohne Kampf und fähigen Verbündeten abschließen. Ich meine, guckt euch mal unser Team an. Wir haben Max Level, naja gut, nicht Max Level, aber zumindest nah dran, sehr nah dran und hier auch. Ne? Unser Team ist generell schon unheimlich stark. Wie stark soll dieses Team denn noch werden? Wie stark soll es noch werden? Deswegen möchte ich hier jetzt gerne ein bisschen, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen auftunen hier, warte mal ganz kurz.
So, Einheiten verkaufen. Die kleinen Dinger verkaufe ich auch immer. Achso, das ist alles, was ich verkaufen kann. Mist! Na gut, verkaufen wir den mal. So, vielleicht können wir nochmal hier verbessern. So, macht das was aus? Wenn das ein Level ausmacht, machen wir das mal. Ja, das macht ein Level aus. Fusion! Ne, ich meine, wie viel soll ich denn sonst noch in dieses Team investieren, damit wir endlich mal in der Lage sind, den ersten... Oh, Psyche plus 30%! Das hat sich ja voll gelohnt. Super klasse, dass wir das noch mitgenommen haben. Grandios. Naja, seht ihr, wie viel soll ich denn noch in das Team investieren? Ich habe mir gedacht, wir probieren es einfach mal, ja. Wir haben gegen die Chimäre aufs Maul bekommen. Wir haben gegen den Weißen Drachen aufs Maul bekommen. Wir haben den Weißen Drachen aber letztendlich besiegt. Jetzt versuchen wir es endlich mal hier in der Kammer der Gefallenen gegen die Wiedergeburt des Schläfers. Und wenn wir gegen den aufs Maul bekommen, sei es halt drum, aber wir kommen dann irgendwann wieder. Aber ich bin jetzt so aufgeregt. Ich möchte wissen, wer das ist, was er so drauf hat. Wir nehmen auch Gilgamesh mit, ein High-Level Gilgamesh. Ich will auf jeden Fall gewinnen. Vielleicht ist es auch zu einfach dann. Naja, ich weiß nicht so richtig, ob wir den mitnehmen sollen. Wir machen es trotzdem mal. Wir nehmen trotzdem mal Gilgamesh mit. Wenn nicht, soll er halt eben einfach zugucken oder so. Los, Gilgamesh! Und falls er doch zu stark ist, naja, dann machen wir eben was anderes. Dann besiegen wir danach den nächsten Boss. So! Aha, das ist also der Schläfer. Den kennen wir doch noch aus Final Fantasy 6. Das ist ja cool. Dann wollen wir doch mal analysieren. Mit Studieren. Los geht's. Gegen alle Statusveränderungen immun und 230.000 Lebenspunkte. Alter Schwede, Level 82. Das nenne ich mal mächtig. Na gut, dann wollen wir mit Gilgamesh mal angreifen. Ne, bevor wir mit Gilgamesh angreifen, werden wir Ferris Allesbrecher machen lassen. So. Jetzt ist er nämlich erstmal ein gutes Stückchen schwächer. Und jetzt kann Gilgamesh angreifen. Und zwar damit mit Wintermondblüten. Teilweise direkter Schaden. Machen wir das mal. Rosa soll bitte mal Scharfschuss machen. Lock soll bitte mal... Ah, das hat er neu gelernt. Hier, Mirage-Sturz. Sein Level 6 sein Final Fantasy 6 Desperation Move. Er soll den machen. Und X-Death könnte zaubern. Ah, wir machen aber erst nochmal Ena. Auf ihn selbst. So, Auto. Oh, 40.000 Schaden von Gilgamesh. Nickt langsam ein. Ah ja, okay, interessant. Weiß nicht genau, schläft der jetzt oder was? Nichts, Schwäche, andere Effekte. Okay, also ansonsten hat der soweit nichts drauf. Na gut, dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Bart soll am liebsten mit angreifen. Jetzt seht ihr auch mal Barts Stärke. Er kann nämlich hier nicht nur, dass sich sein Little Break schnell auflädt, er kann auch noch Sperrfeuer. Das heißt, er greift viermal normal an. Oder wisst ihr was, wir machen noch Morbid gleich. Wir machen ein Sperrfeuer auf ihn, so. Sie hat Allesbrecher gemacht. Sie soll jetzt bitte mal Konzentrieren aktivieren. So, Konzentrieren. Und X-Death hat schon Ena gemacht. Ich glaube, wir lassen einfach mal Blitzgar machen und gucken, was passiert. Lock soll bitte mal... Mirage-Sturz machen, das macht der Magieschaden. Sie soll bitte nochmal Scharfschuss machen. Und Gilgamesh macht bitte nochmal seinen Awesome-Angriff hier. Wintermondblüten. So, dann X-Death, zeig doch, was du drauf hast. Mit Blitzgar. 7000 Schaden. Und dann lassen wir jetzt mal den Rest angreifen. So, Barts macht nämlich jetzt Sperrfeuer. Das heißt, Barts greift viermal an. Nur vier Auto-Attacks sind das dann praktisch, die er da macht. Okay, er ist aufgewacht und macht Meteo! Was? Ach du Scheiße! Okay, also wir müssen uns auf jeden Fall wieder hochheilen. Machen wir das mal zuerst. Wir machen mal hier wieder...
Sperrfeuer. Machen hier drei Verschlag, dreimal so viel Schaden wie ein normaler Angriff. Ach so, na gut. Wintermondblüten machen wir nochmal. Lok soll bitte nochmal Mirage-Sturz machen. Oder wisst ihr was? Lassen wir mal Überraschungsangriff machen. Ist ja ein Crit. Und der ist noch gebrochen. Er ist noch gebrochen. Okay, gut. Na, er ist nicht mehr gebrochen. Wir machen nochmal Allesbrecher auf ihn. So, zuerst Allesbrecher. So, sehr gut. Und dann machen wir Auto. Okay, sieht insgesamt sehr gut aus. Er ist schon wieder aufgewacht und macht wieder Meteo. Oh, shit. Und ich habe keine Tränke dabei für Bartz. Nur ohne Flächenheal wäre das nicht zu machen. Deswegen ist es so gut, dass wir das jetzt mittlerweile haben. Na gut, ich werde doch mal... wo ist es denn... Morbid auf den Gegner machen? Nein, ich mache noch mal mit Bartz... ich mache mit Bartz mal Morbid. So. Er hier soll bitte mal... Ena noch mal machen auf sich selbst. So. Ferris soll bitte noch mal konzentriert aktivieren. So. Gilgamesh kann trotzdem schon mal Wintermondblüten machen. Und Lok macht bitte mal einen normalen Angriff, um Limitbreak ein bisschen aufzuladen. So. Und wieder Meteo! Das ist ja interessant. Der pennt jedes Mal ein und macht dann irgendwie, wenn er aufgewacht ist, Meteo. Okay, wir werden ihm aber jetzt die volle Packung verpassen. Er ist auf jeden Fall besiegt. Nutzt noch Wintermondblüten. Dann machen wir, Klingenblitz, weil der Schaden dadurch verstärkt wird. Dann lassen wir Bartz mal, mit Sperrfeuer angreifen. Er hier macht bitte mal Blitzgar. Lok soll doch einfach nochmal Überraschungsangriff machen. Und nur für den Fall, dass der auf irgendwelche dummen Gedanken kommt. Behemoths haben ja manchmal irgendwelche, weiß nicht, letzten Attacken, bevor sie sterben. Ne? Deswegen machen wir nochmal komplett heilen. Ich will ein Behemoth normalerweise nicht mit, mit Low Health besiegen. Und jetzt machen wir Auto. Schaden durch Elementkette. Ah ja, genau, richtig, wegen Bartz. Also muss dazu sagen, Gilgamesh hat uns das Spiel um einiges leichter gemacht, aber ich denke, wir hätten ihn doch ohne Gilgamesh besiegt. Da bin ich ganz, ganz, ganz sicher. Hätten wir sogar noch eine Espe einsetzen können. Ich meine, Gilgamesh hat zwar seine 40.000 Schaden gemacht pro Angriff, aber unser komplettes Team hat auch ordentlich reingehauen. Muss man einfach mal so sagen. Oh, wir haben Verstärker bekommen. Das ist ja cool. Guck mal, ein Schwert. Okay, viele Erfahrungspunkte auch für uns. Naja, immerhin 30, ne? Die anderen beiden holen wir uns noch. Dunkel-Megakristall, interessant. Na gut, ich weiß nicht, ob wir den nächsten schon besiegen können, aber ich habe auch nicht genug Energie dafür. Dann schauen wir uns doch mal den Verstärker an. Das sieht aus wie die Waffe von, von ihm hier. Ne, jetzt wisst ihr Bescheid. Also, das ist das Team, womit ich momentan so ein bisschen farme und solche Bosse besiege erst einmal, solange bis Ingus soweit ist. Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz zu ihm hingehen. Nicht verbessern. Mensch. Ausrüsten. Und den Buckler wieder wegmachen. Hat man eben kurz den Verstärker gesehen. Komm, wir gehen mal direkt dahin. Hier, so. Bartz, Korallenschwert. Alter Schwede, guckt euch das mal an. 82 Angriff und 23 Magie. Das Ding ist perfekt für Rotmagier. Schwert, das die Intelligenz des Trägers erhöht. Ein Schwert geliebt wegen seiner Eigenschaft, die Intelligenz des Trägers zu erhöhen. Der Verstärker wurde aus Materialien hergestellt, die Ströme der Magie enthalten. Seine Leichtigkeit macht das Führen leicht, wenn auch, unbekannt ist, wie viel Einfluss der Besitzer dabei hat. Der Verstärker erfreut sich wegen seiner leichten Handhabung und seiner Offensivkraft größter Beliebtheit unter Soldaten. So, so. Guckt euch jetzt mal die Werte an.
weil es ein Schwert ist, gilt ja auch noch Barts Bonus, dass er 20% Angriff bekommt und 20% Magieangriff. Das heißt, man kann auf seinen Angriffswert 20% draufrechnen und, er hätte 20% weniger. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein anderes Schwert anlege, das genauso viel Angriffskraft hat, was aber kein Schwert ist, wäre er wesentlich schwächer. Ja, oder sogar ein Schwert, das stärker ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ihm ein Schwert gebe, was 100 Angriff hat, wäre er zum Beispiel trotzdem, wäre der Verstärker ungefähr gleich stark, ja. Dementsprechend ist das eine super geile Waffe, alter Schwede. Und sie kann getrost die Murasame behalten. Das ist ja richtig geil. Okay, dann rüsten wir den hier mal noch aus. So, mit einem Buckler. Das freut mich richtig. Also ihr wisst Bescheid, als nächstes leveln wir ihn hier. Und Ferris hat ja jetzt gezeigt, was sie drauf hat mit Allesbrecher, ja? Ingus wird auch Allesbrecher lernen, wenn er Maximum Level ist. Aber Ingus werde ich nicht austauschen, wenn er Maximum Level hat, weil ich seinen Treuebonus will. Gewöhnt euch schon mal an Ingus, der wird noch lange mit dabei sein. Ferris werden wir deswegen austauschen, weil ihr wahrer Treuerbonus, Syldras Beistand, erhöht Schaden gegen Drachen und Wassermonster, ist zwar gut, aber den muss ich jetzt noch nicht unbedingt haben. Dasselbe gilt für X-Death. Ich zeige es euch mal ganz kurz. X-Death lernt bei wahre Treue Sanctus, ist ein Lichtzauber, Stufe 7 Lichtzauber, was man irgendeinem geben kann. Kann ich zum Beispiel unserem Weißmagier geben, zum Beispiel ihr hier oder Lena irgendwann mal, weil er lernt ja noch einen anderen Lichtzauber, der viel stärker ist als Sanctus. Und da Ebus doppelt Schwarzmagie kann, macht es keinen Sinn, dass er Sanctus hat. Als Sanctus will ich irgendwann freischalten, aber der gute Kefka hat einen viel besseren Treuebonus, nämlich Kefka, ich zeig's mal ganz kurz, Kefkas wahre Treue ist Schleife. Schützt vor allen Statusveränderungen. Guckt euch das mal an, alles null. Perfekt. Das heißt, ich werde sobald... Ich habe noch nicht genug Materialien. Ach ne, hier sind wir. Entschuldigung. Ich hatte genug Materialien, um Barts auf Stufe 6 zu bringen. Aber für X-Death, seht ihr es hier, ich habe nicht genug Materialien, um X-Death auf Stufe 6 zu bringen. Das heißt, wenn X-Death Level 80 ist, ich werde ihn jetzt pushen, dass er schnellstmöglich Level 80 wird. Ja, werde ich ihn austauschen und werde ihn gegen Kefka ersetzen. Also alle Kefka-Fans unter euch, speziell du, lieber Denzel Wenzel, mir bleibt schon die Stimme weg. X-Death wird ersetzt gegen Kefka und er bleibt dann die ganze Zeit drin. So lange, bis ich den wahre Treue-Bonus für Kefka habe, denn ich möchte unbedingt Schleife haben. Schleife ist sehr, sehr mächtig. Und, keiner Sorge, X-Death werde ich auch weiterhin einsetzen in meinem Super-Team. Mein Super-Team wird das Team sein, sag ich mal, das Farming-Team, beziehungsweise später mal Final Fantasy V-Team, ja? Also, mein stärkstes Team wird das Final Fantasy V-Team sein. Aber ich werde auf jeden Fall X-Death und Ingus mitnehmen, weil ich nämlich die wahre Treue-Boni haben will, den von Ingus, plus 50 Magieangriff, wenn wir ein Schwert tragen, das kriegt dann nämlich Barts wahrscheinlich, und, plus... und die Schleife, um vor allen Statusveränderungen geschützt zu sein, die lege ich auf jeden Fall an. Das heißt, hier kommt der gute Kefka rein, hier bleibt Ingus stehen und wir werden uns noch einen neuen Tank zulegen. Welcher das ist, weiß ich noch nicht so genau. Ich gehe mal kurz auf Austauschen. Ich habe mir viele Charaktere überlegt, die es sein könnten. Es könnte Amaranth sein, es könnte aber auch Gallop sein. Das sind eigentlich die einzigen beiden, die hier Sinn machen an der Stelle. Ich weiß noch nicht genau, wer es sein wird. Ich mache mir noch Gedanken darüber. Wahrscheinlich werde ich hier Amaranth mitnehmen, um noch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen, um die Anzahl der Final Fantasy V Charaktere drastisch zu reduzieren, damit wir auch mal ein bisschen was von den anderen Final Fantasy Charakteren sehen. Das heißt natürlich, dass die Ausrüstung von ihr hier abgelegt wird und dass ich die dann irgendjemand anderem gebe. Mal schauen, wie wir das machen. Ingo ist auf jeden Fall sehr, sehr mächtig und sehr, sehr nützlich für später noch. Ansonsten kann, glaube ich, keiner Katanas tragen. Meine Katanas sind sehr selten, also wird wahrscheinlich die Murasame erst einmal vergammeln. Die wird dann bei Ferris bleiben. Oder, na gut, mal gucken, wen ich sie noch gebe. Cayenne könnte ich mitnehmen, aber Cayenne ist ein bisschen schwach auf der Brust. Deswegen, kann ich Cayenne dann nicht so mitnehmen. Und ich will auch noch einen Tank leveln. Wahrscheinlich werde ich Gallop mitnehmen als Tank. Höchstwahrscheinlich. So, na gut, wir machen noch ein paar Arena-Kämpfe, um nochmal runterzukommen von der harten Action, die wir eben hatten. Außerdem ist hier ein Bosskampf mit dabei. Betreten wir das Ganze mal. Runde 5. Ne, ich habe offscreen noch einen Kampf gemacht. So, ach so, wir müssen in die Gegenstände gehen. Wo haben wir denn hier? Sind die Gegenstände voll? Ach, die sind nicht voll.
Materialien sind wahrscheinlich voll. Auch nicht. Ausrüstung ist voll, wahrscheinlich. Ja, Ausrüstung ist tatsächlich voll. Wir verkaufen mal etwas. Und zwar verkaufen wir mal... Ach nein, komm, wir gehen mal kurz hier raus. Einheiten. Rüsten ihn lieber aus. So ausrüsten. Ich weiß gar nicht, warum der so eine schwache Waffe hat hier. So ein Mithrilschwert. Wir geben ihm mal das Korallenschwert. So. Und dann verkaufen wir das Mithrilschwert. Gegenstände. Ausrüstung. Und dann Mithrilschwert. Ach nein, hier. Entschuldigung, verkaufen. So, Mithrilschwert verkaufen. Okay, Eisenhammer, Eisenkolben. Wir können eigentlich alles verkaufen, was hier ist. Wir brauchen es eigentlich alles nicht so wirklich. Das meiste, was hier rumliegt, ist wirklich unnötig. Oder wir erweitern einfach mal unsere Slots. Aber ich wollte noch ein bisschen grinden, darum wollte ich nicht die Slots erweitern. Ich weiß nicht so genau, ob das Sinn macht, hier die Slots zu erweitern. Meistens reicht es ja, wenn man irgendwie Zeug verkauft, was man gar nicht braucht. Magierrobe zum Beispiel. Seidenrobe. Die Seidenrobe kann man verkaufen, die ist wirklich schlecht. Verkaufen wir die mal. Okay, gut, das reicht erstmal und den Rest kümmere ich mich offscreen. Jetzt gehen wir in die Arena und machen endlich mal unseren, ne, wisst ihr, unseren Kolosseumkampf. So, los geht's. Also, wir haben Ingus mit dabei, dass ihr euch schon mal an ihn gewöhnen könnt. Und ich werde den Schläfer auch nochmal besiegen, ohne einen Verbündeten mit dabei zu haben. Und dann auch mit Esper rufen. Dann haben wir nämlich die anderen beiden auch noch. Ne, Bart's Limit Break füllt sich jetzt auch 50% schneller, weil er Rückenwind hat. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Weil er auch die Fähigkeit abgeben hat. So profitieren alle davon. Und man hat immer, es hat immer der richtige Charakter gerade beim Limit Break voll. Wenn ich Schaden machen will, lasse ich es bei Bart. Ne, seht ihr hier, schon ist der Limit Break voll. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich gebe das Ganze mal ab. Und ich übertrage das an Ingus. Dann seht ihr nämlich auch mal den Limit Break von Ingus. Treues Herz, Feuerschaden an alle und Psyche runter. Das ist nämlich auch so geil. Das senkt nämlich nochmal die Magieabwehr vom Gegner. Und da dieses Team hier sehr magielastig ist, ist es ziemlich cool. Ne, Ferris macht sogar 3200 Schaden, die ist richtig mächtig. Weil es ein sehr magielastiges Team ist, passt er ziemlich gut da rein. So, das heißt, wir ersetzen quasi Ferris mit Ingus, ja, weil... die Aufgabe, die Ferris jetzt erfüllt hat, sie war ja weniger Tank, auch wenn ich sie eher tanky gespielt habe. Aber sie war ja weniger tanky, sie war ja eher als Supporter und Allesbrecher. Und die Rolle wird zukünftig Ingus übernehmen und ich werde Ingus auch nicht austauschen. Er geht bis 5 Sterne, das ist okay. So genauso wie Ferris. Aber Ingus lernt eben noch Weißmagie und Rotmagie. Also ist er ein guter Ersatz für Ferris. Und ich werde irgendwann, wenn wir Ingus gemeistert haben, ich habe ja sowieso mein Final Fantasy 5 Team. Ja, Ferris ist ja nicht aus der Welt. Und die beiden kriegen auch völlig andere Ausrüstung. Unterschiedliche Ausrüstung. So, dann wollen wir mal. Wir machen einfach mal hier... Eisgar auf alle. Komm hier, so. Und dann können wir eben unsere Schwarzmagier ordentlich hochpushen. Kefka ist ein guter Ersatz für X-Death, weil Kefka eben auch sowas wie Gravigar lernt, ja. Also 75% Lebenspunkte, Schaden auf alle Gegner. Wir haben einen Narkosedolch erhalten, interessant. Den gucken wir uns gleich mal an. Und hier haben wir Runde B1, da gucken wir uns gleich mal da rein. So, Start. Ja, aber Ingus ist rein spielerisch ein guter Ersatz für Ferris. Und Kefka ist rein spielerisch ein guter Ersatz für X-Death. Ich weiß, wir könnten X-Death, wenn wir X-Death auf 6 Sterne hätten, wäre er stärker als Kefka zum aktuellen Zeitpunkt. Aber es bleibt ja nicht so. Ich kann es ja schon mal machen. Ich kann ja schon mal hier so. Machen wir mal Ausrüstung. Alles entfernen. So.
Ja, ich werde X-Death einfach mit Kaktoren leveln. Ne? Deswegen werde ich jetzt mal austauschen. Dasselbe machen wir jetzt mit ihr hier. Ausrüstung, so. Alles entfernen, sehr gut. Und hat der noch irgendwas an hier? Ausrüstung, alles entfernen. So, dann werden wir jetzt das Team ein bisschen ändern. Barz bleibt natürlich drin als mein Champion, ist ja ganz klar. Hab ich ja schon mal angekündigt. Wir nehmen Kefka mit und werden ihn auch gleich mal locken, dass er nicht verschwindet. Also, dass wir ihn nicht versehentlich löschen. Hat doch nur Radzaun bis jetzt, aber ist erstmal in Ordnung. So, ne, machen wir mit denen die Storyline hier. Ich werde da noch ein bisschen grinden. Und sie jetzt werden wir auch austauschen. Für, ich nehme Gerluf mit als Tank. Weil ich ja, obwohl andererseits, ich will ihn sowieso nicht benutzen. Gerluf ist cool, versteht mich nicht falsch. Ich liebe Gerluf. Und wenn ihr keinen besseren Tank habt, ist Gerluf auch okay. Als wenn ihr überhaupt gar keinen Tank habt, ist Gerluf okay als Tank. Aber ich denke, ich nehme Amaranth mit, einfach der Abwechslung halber. Dann haben wir nämlich so ein Team momentan, ja? Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6 und hier ein Tank von Final Fantasy 9. Mal schauen, was für Charaktere wir noch kriegen werden. Ich könnte aber auch, ich weiß nicht genau, vielleicht werde ich ihn noch austauschen für Gerluf. Mal schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mache, wie ich das mache, weil seine Ausrüstung ist sehr beschränkt, die er kriegt. Und das ist ein wahrer Treuebonus, muss ich gerade mal schauen. Sein wahrer Treuebonus LP plus 30% ist eigentlich auch ziemlich gut, ja? LP plus 30%. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Gerluf lernt, glaube ich, Komet als wahrer Treuebonus. Sind beide gut. Naja, gut. Also, über den Tank machen wir uns noch Gedanken. Wichtig ist, dass wir eine Weißmagier haben. Wir haben einen Supporter, wir haben einen physischen Angreifer, wir haben einen magischen Angreifer. Und über den Tank machen wir uns noch Gedanken. So oder so ähnlich wird das Team in Zukunft aussehen. Entweder mit Amaranth oder mit Gerluf. Lasst euch überraschen. In der nächsten Episode seht ihr mehr. Ich werde alle hier noch ein bisschen hochpushen, ein bisschen hochleveln. Also macht euch da keine Sorgen. Das wird schon. Wir haben auch genug Materialien, um die alle zu erwecken. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich zukünftig alles besser. Ich danke wie immer herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und in der nächsten Episode geht es weiter mit der Storyline. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.